Boah, ist das Geld? Ich hab gestern noch von Rom geträumt, jetzt ist die Rolex echt. Alles war immer gefälscht, doch jetzt ist die Rolex echt. Kein Geld für Burger King, jetzt ist die Rolex echt. Jetzt ist die Rolex echt, jetzt ist die Rolex echt. Ich hab gestern noch von Rom geträumt, jetzt ist die Rolex echt. Ui, da geht's um teure Uhren. Ein Macho durch und durch. Das Beste an ihm ist die Kette und der Schmuck. Dieses Goldketten, das ist ja schon out. Das ist der Vertreter für Rolex, der Junge. Tolle Hunde. Ich sag mal, viele Markenartikel, naja, wir brauchten das nicht. Wir haben irgendwie von der Insel geträumt und von Freiheit. Das Bärenfeld ist, oder das soll die Leute abschrecken, die auf die Rolex scharf sind. Oh Gott. Nee. Das ist ein Military-Film. Das musste ja kommen. Ja, das passt zu dem Typen, so ein Auto ohne Räder. Das haben sie bestimmt irgendwo demontiert. Und jetzt steht er da und kann nicht weiter. Pelz ist ja gar nicht mehr so in, naja. Aber vielleicht ist das alles Webpelz. Tic-Tac. Vielleicht braucht er das für einen Atem, keine Ahnung. Die armen Mädchen bei dem Mann. Junge, du musst dir mal eine Perücke kaufen, du siehst ja furchtbar aus. Ja, die Uhr ist bei dir abgelaufen. Geld wie Heu. In der Wanne. Kannst du mal was vorbeibringen, Mensch? Oh, wei, wei, wei. Schön bescheuert, ja. Also das ist ein Video, wo also der Macho pur dargestellt wird, mit sämtlichen Statussymbolen, die vielleicht möglich sind. Und das ist jetzt ein erfolgreicher Sänger oder was? Ich hätte lieber ein schönes Badewasser gehabt. Also wie Schmuck da drin, das drückt doch irgendwie am Rücken. Aber er ist stolz drauf, dass er die Uhr jetzt hat. Die Leute, die haben dazu fürchterlich protzen, die fallen auch meistens viel schnell, viel auf die Nase wieder. Ja, nicht so mein Ding. Frankfurt Konsti, lass meine Lackschuh polieren von dem Hof, Jung Beteiligung mit einer Lonsdale. Inside Hotel, 30. Stock hinter Business Class, werden Nasen gerobbt. Sex im Porsche, Blowjobs, Rotzen, kranke Klischees, was beim Abend. Wannerjump. Was soll das? Die Autos sind gut. Kann man den Ton nicht mal wegmachen? Also der Text dazu ist also unmöglich. Oh, der Kleiner hat auch ein Mini-Auto. Konstabler Mische. Was, wo ist denn der in einem Supermarkt? Ist da Hundefutter, gibt's da oder was? Ist der Spätkauf, da gehe ich irgendwann mal hin, wenn ich einen schönen Wein will. Also die alten Autos sind wirklich klasse. Er lässt sich schaukeln. Kotzi. Was macht das Auto? Tanzt Wookie Wookie oder was? Auf und nieder, immer wieder. Ach, das ganze Gemüse in Büchsen. Seht doch nett aus, ihr kriegt doch auch jemanden ohne Auto. Schlampe? Das finde ich nicht schön. Nein, unmöglich. Ja, ja, erzähl mal weiter. Sportanzüge, das ist ja richtig in, aber naja. Kann man die Figuren nicht weglassen? I'm sorry. Ist ja grauenvoll. Mein Haus, mein Garten, meine Frau. Es gibt auch diese Werbung, nicht? So was war das jetzt hier. Muss ich nur die jungen Leute bewundern, die damit was anfangen können? Wahrscheinlich, aber das ist eben doch eine andere Welt. Die Melodie war nicht schlecht, also so dieser Rhythmus. Ja, er singt ja Deutsch sogar, ja, aber man versteht es schlecht. Kop nix, kauf nix. Kop nix. Hast beim Anzug kaum Motten. Okay, Wunder, bei dem Stoff, den er in sich hat, da halten sich keine Motten. Die sind ja gleich vom Geruch schon besoffen. Frankfurt Konsti. Ach, Konsti. Ich habe mal Konsti verstanden. Konsti. So eine aufgemotzte Figur mit Ketten und Klimbim und so. Das gab es früher auch schon. Nee, also sagt mir alles nichts. Olexesh oder so ähnlich, keine Ahnung. Meine Musik ist es nicht. Ich würde nach 3 Minuten abstimmen, aber ich würde mich freuen über eure Kommentare dazu. Der Rhythmus ist interessant, der singt alles Mögliche. Vielleicht kann jemand von euch da draußen mir sagen, was der Musiker eigentlich sagen will. Ich verstehe es nicht. Ein Däumchen, ein Abo und eine Glocke und ihr seid eine coole Socke.